Hallo und herzlich willkommen, liebe Producer. Wir sind immer noch mitten im Interview mit Matthias Löffler, Autor von Rock und Jazz Harmony. Ihr habt uns Fragen zur Harmonielehre gestellt und Matthias ist hier, um sie für euch zu beantworten. Und wir machen mal direkt weiter mit der nächsten Frage. So, Ken Lee fragt, wann sollte man Sus-Akkorde oder allgemein auch Harmonien mit Spannungstönen einsetzen, also die Tangents? Hier ist mir, glaube ich, sogar noch eine andere Frage aufgefallen, die auch in Richtung Tangents geht, von Transfer One. Wie findet man am besten raus, ob und wie sich akkordfremde Töne in das Arrangement einfügen lassen? Ja, spannende Fragen. Naja, am Ende lande ich immer wieder bei der gleichen Antwort. Einfach Ohren aufsperren und gucken. Und wenn es für einen gut klingt, soll man es machen. Mhm. Aber auch da, man kann natürlich durch das Lernen viele Abkürzungen nehmen und lernen, was einfach nicht klingt und warum und was gut klingt. Zum Ken Lee, also mir fällt keine Regel ein. Mir fällt eine allgemeine Daumenempfehlung ein, zu sagen, Spannungstöne oder auch spannungsgeladene Akkorde eher dann zu nehmen, wenn sie dann auch entsprechend die Textaussage unterstützen. Aber das ist natürlich alles kein Zwang. Wenn ich einen Welthit schreibe, bei dem das nicht so der Fall ist, dann müssen die Regeln wieder geändert werden. Also das ist immer das, was ich damit sagen will. Aber natürlich ist klar, wenn ich irgendwie am Ende beim Tatort hier lande, frage ich natürlich, wer ist der Mörder? Ist ja klar. Also die Frage kann ich natürlich so besser stellen, als wenn ich schreibe. Es ist nicht so toll. Ja? Das also wäre ein skurriler Mord. Also tatsächlich, den Hitchcock-Film würde ich auch anschauen. Zu Ken Lee noch eine ganz andere Form von Spannung reinzubringen, die so latent schwebt und sich nicht richtig greifen lässt, ist mit Medianten zu arbeiten. Das sind einfach Dreiklangsverbindungen, deren Grundtöne in Klein- oder Großterzverhältnissen zueinander stehen und die werden nach gemeinsamen Tönen eingeordnet. In Medianten ersten, zweiten und dritten Grades. Schön. Ich brauche nichts machen, ich brauche kein Groove spielen, gar nichts, ich brauche nur diese Dreiklänge wirken zu lassen und schon. Ja, das hat immer was ganz Mystisches, die Medianten, ne? Kann man auch alles nachlesen, wollte ich nur sagen, weil das macht auch unheimlich viel Sound und Stimmung und dann ist man sofort nicht mehr bei diesen üblichen Kadenzen, die man von den ganzen Pop- und Rock-Songs kennt. Und man ist automatisch irgendwie so, ist man bei Final Fantasy oder sonst irgendwo gelandet. Bei Medianten sind ja tatsächlich auch akkordfremde Töne oder zumindest leiterfremde Töne mit drin. Aber bei akkordfremden Tönen, das geht wahrscheinlich mehr in Richtung Tangents, die Frage. Ja? Wann setzen wir welche Tangents ein, genau? Oder welche Töne passen denn überhaupt zu Akkorden? Also akkordfremde Töne ist ein Terminus, der so schwer zu halten ist, weil ein bestimmter Ton kann beim gleichen Akkord eher fremd klingen oder in der Erweiterung geradezu passend. Dazu muss man sich ein bisschen mit dem Akkordaufbau auskennen, aber am Ende vom Tag auch hier, wenn man das hört und die Ohren aufsperrt, dann merkt man, was ein akkordfremder Ton ist. Also ich interpretiere das so wie ein Ton, der einfach nicht zum Akkord passt. Wir sind aber im Wesentlichen jetzt hier auch beim Thema, wie du sagst, Tensions und dazu eben auch noch schnell eine Voranmerkung. Tensions wird häufig wörtlich übersetzt mit Spannungston und das ist mitnichten der Fall, denn wenn ich diesen Akkord spiele, klingt das hier oben butterweich und das ist nun alles andere als ein spannungserzeugender Ton. Übrigens, der Mist steht tatsächlich vielfach zu lesen, ich weiß nicht warum. Oder Mollneuner. Wo ist da eine Spannung? Da ist überhaupt kein bisschen irgendeine Spannung. Das klingt so stabil und butterweich. Der Punkt ist, dass Tension, der Begriff, das muss man einfach wissen, ist eine Abkürzung des Wortes Extensions. Okay. Extensions wird einfach nicht mehr gesagt, es wird einfach Tensions ausgesprochen. Und mit Tensions sind im Wesentlichen Akkorderweiterungstöne gemeint. Und die können entweder tatsächlich eine starke Spannung auslösen oder auch nicht. Und dann sind wir eigentlich am besten beim deutschen Vokabular angekommen, nämlich den Wörtern Optionen und Alterationen. Eingedeutscht die große None-Regel. Die große None-Regel gibt euch an die Hand, mit welchen Tönen ihr einen Akkord erweitern könnt. Ich mache das nur mal an einem Beispiel klar, hier mit C-Dur. Vor allen Dingen auch mit der Antwort, was ist ein akkordfremder Ton? Also ich würde in dem Kontext zum Beispiel sagen, Cis ist schwer akkordfremd. Es kommt aber auch darauf an, in welchem Kontext ich bin. Vielleicht will ich nach diesem Akkord auch hierhin. Dann wirkt es auf einmal wieder stimmig. Kommt drauf an.
wenn ich natürlich in C-Dur bin und löse den ganzen Kollegen irgendwie auf und von hier. Dann sagt ihr, oh, der hat sich verspielt. Wann ein Ton akkordfremd ist oder nicht, ist tatsächlich eine Sache vom Kontext. Noch klarer wird hier oben die sogenannte B9, wenn ich dann noch einen Dominant 7-B9-Akkord draus mache, also C, E, G, Bes, Des. Dann ist es auf einmal Bombe und klingt wunderbar. Und dann bin ich bei I Will Survive angekommen. Und da geht's dann los. Es gibt folgende Möglichkeiten, einen Akkord zu erweitern. Bleiben wir mal beim Dreiklang. Einfach nur ein Dreiklang. Ich tue mal so, als weiß ich überhaupt nicht, was Extensions sind. Gibt's die? Was kann ich noch machen? Was kann ich hier noch drücken? Dann ist klar, wenn ich weiß, ich habe 12 Töne und 3 davon drücke ich, dann bleiben 9 über, die ich alle der Reihe nach ausprobieren kann, kann sie da zusetzen und kann hören, klingen die, in welchem Kontext klingen die gut oder nicht. Und an der Stelle ist es wieder zweckmäßig, was zu lesen und die sogenannte große None-Regel anzuwenden, die aus Berkeley kommt. Das heißt die Ninth Above a Chord Tone Rule. Und die ist einfach tierisch gut, weil die ohne Ausnahme einfach funktioniert und immer das Resultat liefert, dass man nicht lange rumsuchen muss. Das heißt, man braucht nicht immer alle Töne ausprobieren, wie die zu dem Akkord klingen, sondern man wendet einfach die Regel an. Und die Regel sagt, dass man zu jedem dieser Dreiklangstöne das Intervall einer großen None bildet. Und dann kriegt man alle Töne, die man als Erweiterungstöne passenderweise nehmen kann. Schöne Regel. Die Regel ist total der Hammer, weil die besitzt gar keine Ausnahme und die funktioniert immer. Ich mache das mal mit C-Moll. Einfach der Dreiklang. Ja, gut. Die große None auf C ist ein D. Das hatten wir vorhin schon mal, dass es butterweich klingt. Dann habe ich eine große None auf S. Das ist ein F. Dann habe ich auf dem G. Habe ich noch hier den Kollegen. Schön, ja. Weit noch schöner klingt es halt, wenn ich dann wirklich alles ausgeterzt und das passt immer. Bei einem Dur-Akkord habe ich None, Kreuz 11 und 13. Ja. Das sind die Akkorderweiterungstöne, die man nehmen kann und das sind die Optionstöne. Und die Optionstöne sind aber keine Spannungstöne. Dann gibt es tatsächlich aber die Alterationen und das sind einfach chromatische Veränderungen von den Optionstönen. Also wenn ich hier wieder C-Dur, D, wenn ich den Halbtonschritt erniedrige, bin ich bei der sogenannten B9, weil ich habe die None im Halbtonschritt erniedrigt, dann setzt man das B davor, B9. Da sind wir wieder da, wo wir eben waren. Klingt das gut? Naja, in einem Kontext sehr gut, im anderen überhaupt nicht. Fakt ist, das erzeugt tatsächlich eine Spannung. Ich hatte irgendwo in deinem Buch auch sowas gesehen, so eine schöne Grafik über die Tensions und die Alterationstöne. Willst du dazu noch kurz mal was sagen? Ach so, ja, Seite 184, 185 wird gerade eingeblendet. Dort seht ihr alles grafisch aufgeführt, was ich jetzt in der Kürze der Zeit hier alles nur anreißen konnte. Nämlich auf der linken Seite, wie der gesamte Akkordaufbau, den wir in der Rock- und Jazzmusik kennen, funktioniert. Das heißt, die Dreiklangsebene, die Vierklangsebene, die Tensions, das heißt die Optionen in der Mitte und rechts und links die möglichen Alterationen. In dieser Grafik sind alle Klänge zusammengefasst, also alle normalen, regulären Klänge und keine Sonderakkorde. Also da, wer das verinnerlicht hat und verstanden hat, der kann bis in komplexe Jazzmusik hineintauchen. Und auf der rechten Seite ist einfach nur nochmal das Wissen. Also welche Tensions passen zu welchen Akkorden entlang der große None-Regel, kann man wunderbar ablesen. Wo die Tensions nicht passen, steht dann vorher auch explizit immer erläutert. Also es gibt einfach manche Tensions, die zwar nach der großen None-Regel theoretisch passen könnten, aber die führen dann zu einer Umdeutung. Ja. Deswegen klingt der Akkord auch nicht falsch oder schlecht, aber man hört den dann irgendwie anders. Oder es ist ein Grenzfall. Mhm. Übrigens auch, es gibt so viele Grenzfälle vom Hören her, wo es wirklich dann manchmal nicht angebracht ist zu sagen, dass das ist so und das ist so oder so. Und die habe ich alle im Kapitel Bad Bank aufgeführt. Das ist auch ein Bonuskapitel, was man online runterladen kann, weil ich gemerkt habe, als ich das Buch geschrieben habe, dass ich angefangen habe, lauter Fußnoten zu produzieren, wo immer drin steht, ja, in dem Kontext geht es, ah, hier ein bisschen besser, da ein bisschen schlechter. Dann habe ich gemerkt, dass das bringt jeden durcheinander, weil das immer erst der zweite oder dritte Schritt ist, die Ausnahmen sich anzugucken. Ja. Die stehen alle in Bad Bank, da kann man nochmal reinschauen und dann kann man da in den Proberaum gehen, sich mit seinen Kollegen streiten, wie man das denn jetzt gefälligst zu benennen hat oder nicht, weil der eine so hört und der andere hört so. Also diese beiden Seiten sind
im Grunde genommen der gesamte Überblick. Also eigentlich mal ganz platt gesagt, kann man sich dann ein paar hundert Seiten im Buch sparen, aber da stehen dann die Erläuterungen, wie es dazu kommt. Wunderschöne Übersicht. Vielen Dank, dass du das mit uns teilst und dass wir das hier auch zeigen dürfen. Richtig, richtig cool. Also, Erläuterungen dazu findet ihr alles im Buch und wir gehen mal weiter zur nächsten Frage. So, Nero fragt und hat 7 Likes drauf bekommen. Mega. Was bei mir eine echte Herzensangelegenheit ist, sind Harmoniestimmen beim Gesang. Beispiel, ich habe für den Chorus eines Songs eine Gesangsmelodie geschrieben und aufgenommen. Nun will ich diese Melodie durch eine Harmoniestimme erweitern. Wie schreibe ich nun schnell und effektiv eine solche Harmoniestimme? Gibt es dafür Empfehlungen und Vorgehen? Wie findet man schöne Harmoniestimmen? Was du unbedingt wissen musst, sind die Akkordtöne. Die Akkordtöne der Akkorde, die da zugrunde liegen. Und dann kannst du entweder als eine Hauptregel immer versuchen, eine zweite Stimme mit diesen Akkordtönen zu bilden oder gegebenenfalls um diese Akkordtöne drumherum, dass es zu der ersten Stimme passt. Oder aber die zweite Empfehlung ist, dass du das nicht akkordbezogen siehst, sondern dass du weißt, in welcher Tonart du bist. Und dann versuchst du mal ganz genau nicht darauf zu achten, ob und wie vielleicht ein Ton zu dem Akkord passt, wenn du es einzeln spielst, sondern wie es im Kontext passt, wenn du einfach Töne nimmst, die in der Tonleiter drin sind, die zu dem Song gehören. Zusammengefasst, versuch dich an den Akkordtönen zu orientieren als eine Variante. Oder du denkst einfach nur in den Tönen der entsprechenden Tonart und setzt es einfach so zu der Melodie, wie es sich für dich stimmig anhört und vielleicht sogar zu den Akkorden eine bestimmte Farbe ergibt. Dann ist natürlich noch ein Punkt, den kann ich jetzt auch nur anreißen, weil das ist das Hauptthema oder eins der Hauptthemen ist, wie Stimmen geführt werden. Deswegen spricht man von Stimmführung. Und da nur ganz, ganz einfach. Du kannst 2, 3 Grundregeln versuchen zu beachten. Zum Beispiel, dass wenn sich die Hauptstimme so bewegt, du versuchst, eine zweite Stimme liegen zu lassen, sofern es zu den Akkorden passt oder nach den Maßgaben, die ich gesagt habe. Die andere Sache ist, du kannst versuchen, die Stimmen genau parallel laufen zu lassen. Das kann manchmal ziemlich cool klingen, manchmal klingt es auch ein bisschen süßlich und zu weich. Das kommt auf den Abstand an, mit dem die Stimmen parallel laufen. Dann gibt es die Möglichkeit, in Gegenbewegung zu gehen. Also eine Stimme geht so, dann gehst du mit der anderen halt runter. Man kann sogar Stimmen kreuzen, das ist auch mal spannend. Das nur mal ganz kurz. Also liegen lassen, Parallelbewegung, Gegenbewegung, damit zu arbeiten. Hör mal in das Beispiel WhatsApp rein. Da ist, wenn ich mich nicht täusche, ist hinten im Chor, kommt eine zweite Stimme, die rhythmisch ganz anders läuft. Die könnte fast eine eigene Melodie sein, die besitzt eine eigene Rhythmik und ist gesetzt quasi so ein Kontrapunkt. Wie wir das auch schon früher aus der Musikgeschichte kannten, aus der Zeit des Kontrapunktes, wo man mit den ziseliertesten Stimmführungslinien dann gearbeitet hat. Da haben die Menschen übrigens noch nicht harmonisch gehört. Wow, das ist faszinierend, das wusste ich nicht. Was um 1300 oder 1400 komponiert worden ist, oder 1500, klingt für unsere Ohren Renaissance-Musik zum Beispiel wunderbar harmonisch, aber das hat man damals nicht so aufgefasst. In irgendeiner Form wohlklingend geklungen, aber man hat nicht senkrecht gehört, sondern so. Man sieht, dass da ist das harmonielehre Buch von Dieter de la Motte empfohlen. Das ist ein Klassiker, das ist bei mir mittlerweile komplett zerfleddert, weil ich versucht habe, auch in meinem Buch ganz viele Parallelen zur klassischen Musik zu ziehen. Also irgendwann von 1600 bis 1700 ist eine ganz spannende Phase der Musikgeschichte, weil sich da alles ablöst von diesem Stimmführungshören und auf einmal sieht man nur noch Akkordberge. Da fängt das mit der Terzenstapelei an. Aber das Dur-Moll-System hat sich noch nicht etabliert. Oh, wow. Also was man in der Zeit hört, sind zum Teil wirklich richtig geile, rockige Akkordfolgen. Und man sieht richtig, wie gesucht wurde, wo ist man jetzt und was passt zueinander. Und dass sich alles irgendwie vollkommen verändert und von so nach so. Ja, und dann dauert es noch ein bisschen, 1680, irgendwie geht es los mit Bergmeister. Und dann sind wir auch schon bei Bach angekommen. Und ab da ist alles bekannt. Aber wen das interessiert, dem sei das Buch empfohlen, die Lektüre und die Musik aus der Zeit. Ich schweife ab, Entschuldigung. Also Stimmführung ist wirklich sehr, sehr wichtig und man kann Stimmführung einfach ausprobieren. Also eine Stimme bleibt liegen, andere bewegt sich oder beide bewegen sich parallel oder sie bewegen sich in Gegenbewegung oder eine Stimme macht so und die andere gibt eine Antwort oder mit einer anderen Rhythmik. Das sind so die Dinge. In Kürze. Ich habe von Hans Zimmer mal ein Interview gehört, in dem er darüber spricht,
wie er Melodien als Fragen oder Antworten interpretiert, abhängig davon, ob die im Thema nach oben oder unten gehen am Ende der Melodiephrase. Und dass er auch in den Themen, die er für Filmmusik entwickelt, ganz häufig sich eben fragt, an welcher Stelle stelle ich Fragen, an welcher Stelle kann ich antworten. Call and Response ist eins der ältesten musikalischen Prinzipien überhaupt. Auch für den Blues extrem wichtig. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges kompositorisches Mittel. Das muss auch nicht melodisch aufeinander bezogen sein. Man kann auch Call and Response machen. Der Sänger kann einen Call machen und die Band antwortet im Riff. Dann hat man das irgendwie auf die Art und Weise einen Call and Response eingebaut. Also wenn man Musik analysiert, hört und so, wird sehr, sehr häufig viele Call and Response Sachen finden. Auch in der Popmusik die klassische B-Hook, die eigentlich in der Instrumental-Hook ist und häufig nach der eigentlichen Hook gesetzt wird, ist, wenn man so will, ja eigentlich der Response auf den Call von der Hook. Also auch da hat man eine Art Frage-Antwort sogar innerhalb von einem Refrain-Schema. Also man findet das im Großen und Kleinen wieder. Call and Response ist auch ein ganz grundlegendes Prinzip und gut, dass das Wort hier auch nochmal gefallen ist heute. Ja, wir tauchen in jedes Thema heute mal ein bisschen ein und das ist natürlich auch eine riesen Herausforderung für dich eben, weil in deinem Kopf bestimmt gleich 100 verschiedene Antworten und Dinge, auf die man hier eingehen könnte, auftauchen und sich da zu beschränken, ist bestimmt echt schwierig. So ist es. Okay, dann kommen wir zur Praxisfrage zum Song Addicted to You von Avicii. Herr Holtemöller, genau, hat uns den Link zu YouTube geschickt und wir können das aus Copyright-Gründen tatsächlich hier nicht vorspielen im Video, aber ich verlinke euch das mal unten in der Videobeschreibung, dass ihr euch den Track auch anhören könnt. Ja, und wir wollen uns das Ganze harmonisch anschauen. Jo, ich gehe mal nur auf den Hauptteil ein, weil das ist auch eine Klischee-Folge, wir hatten das Wort heute schon mehrfach. Wir machen das gerade in Dora-Moll, in D-Moll. Und im Original ist es ein Cis-Moll. Nicht, dass ich das vergesse, weil es einfach verständlicher ist. Es ändert sich an der Sache nicht, sondern wir haben nur 5 Kreuze mal aus dem Weg geschafft eben und dann ist die Sache leichter. Es wird tatsächlich jetzt allerdings auch ein bisschen komplex an einer Stelle, weil wir es jetzt mit etwas zu tun haben, was wir Modal Interchange nennen oder Borrowed Chords. Der Ausgangspunkt dieser Akkordfolge, ich erkläre mir viele Sachen häufig so, dass ich mir vorstelle, wo ich mal war und dann denke ich mir, was jemandem eingefallen sein könnte, was er dann vielleicht gemacht hat. Hier drauf kommt. Also, wir haben hier sowas. Das ist eigentlich das, worum es geht. Hat man schon oft gehört. Sind wir bei James Bond, ich kann einen Ketchup-Song auspacken oder sonst irgendetwas. Diese Stimmführung innerhalb dieses Akkordes nennt man ein Line-Klischee. Das heißt, ich führe eine Stimme in einem Akkord in kleinen Schritten auf oder abwärts in eine Richtung, während der eigentliche Akkord aber bestehen bleibt und sich nicht ändert. Also habe ich D-Moll, den Akkord, eine Stimme wird abwärts geführt, und zwar von D nach C, dann nach B und dann nach Bes. So, Akkordsymbole wären hier D-Moll, dann ist es ein D-Moll 7, ein D-Moll 6. Und das wäre eigentlich ein D-Moll B6, wobei hier wird es dann schon, in dem Kontext könnte man es vielleicht gerade noch so sagen, die meisten Ohren schalten aber bereits hier schon um auf eine Umkehrung von diesem Akkord. Bisschen eindeutiger und klarer wird es jetzt und dann kommen wir zum Ergebnis zur bestimmten Akkordfolge von dem Song, in dem jetzt das Line-Klischee einfach in den Bass gepackt wird. Also haben wir den Kollegen. Ich mach's mal hier vielleicht. Dann D, A, C. Also der Dreiklang bleibt oben liegen, das könnt ihr auch in Cubase gerade sehen. Und die Bassstimme geht jetzt genau wie vor das Line-Klischee innerhalb des Akkordes jetzt einfach nach unten oktaviert im Bass abwärts. Und dann geht es irgendwann runter. Zu A7, das ist komplett unspektakulär, weil das die Primärnummer in D-Moll ist. Jetzt nur die Frage, wo ist man? Und hier wird es spannend, weil ich habe D-Moll, kleine Septime und dann habe ich hier die Sechste. Ich gehe nochmal zurück, hier oben hin. Ich muss gucken, welche Tonleiter eine große Sechste besitzt und ansonsten D-Moll-Dreiklang. Und bevor ich jetzt hier den großen Reigen aufmache der Akkordskalentheorie, was sind korrespondierende Skalen? Ich muss mich kurz fassen. Die Leiter, die hier zugrunde liegt, ist die Leiter D-Dorisch.
Halbtonschritt zwischen 2, 3 und 6 und 7. Das ist die korrespondierende Leiter für den D-Moll-6-Akkord. So, das heißt, wir können alle drei Akkorde am Anfang, ich kann es auch hier anfangen, zur Benennung von diesem Akkord komme ich gleich noch. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, auch wie man den hören kann, aber wir sind in Dorisch. Und jetzt kommt das. Das Bes ist definitiv nicht mehr in D-Dorisch, kommt da nicht vor. Also kommt dieser Akkord auch in D-Dorisch nicht vor, sondern hier sind wir in D-Natürlich-Moll gelandet. Und das heißt, wir haben hier etwas, was wir einen Modal Interchange nennen, denn die ganze Rock- und Jazzmusik begründet alle harmonischen Vorgänge, die Existenz von Akkorden, alles, was irgendwie existiert, wird durch Skalen begründet und legitimiert. Deswegen heißt die auch Akkordskalentheorie. Bach und Mozart haben einfach gedrückt, was klingt gut, das drücke ich jetzt. Ja. Und es war nicht wichtig, dass jeder Klang, den man komponiert hat, mit irgendeiner Skala in Verbindung gebracht worden ist. Mhm. Für uns, für die Rock- und Jazzmusik oder die Akkordskalentheorie ist es deswegen wichtig, weil die meisten nach hinten raus immer nach der richtigen Leiter suchen, um ein Solo zu spielen und zu improvisieren. Deswegen muss immer ein Akkord durch eine Tonleiter legitimiert werden und in der Tonleiter vorkommen. Es gibt aber eine sehr, sehr elegante Erklärung und die ist eigentlich wunderschön und vor allen Dingen ist diese Erklärung, wenn man sich die bildlich vorstellt, führt die zu sehr viel Fantasie, wie man komponieren kann und seine Songs mit ganz spannenden Akkorden erweitern kann, nämlich mit den sogenannten Modal Interchange Funktionen. Wir haben hier zwei Tonleitern oder Tonarten, möchte ich fast sagen, die parallel laufen. Das kannst du vielleicht auch gleich nochmal darstellen in irgendeiner Form grafisch oder so, nämlich zweimal vom Ton D aus. Mhm. Oh, D und D. Und dann läuft hier Dorisch und hier läuft D natürlich Moll. Mhm. Und der ganze Song oder die bestimmte Akkordfolge geht hier in Dorisch, nimmt sich aber an einer Stelle aus natürlich Moll einen Akkord raus und setzt ihn wieder rein. Und deswegen spricht der Theoretiker hier auch von Borrowed Chords im Englischen, also geborgene Akkorde aus einer anderen Tonleiter. Ja. Mhm. Das Ganze nennt man eine Modal Interchange Funktion und die Leitern, die parallel laufen, sind D dorisch und D natürlich Moll. Und dafür gibt es jetzt Fachtermini, da fällt jetzt jeder in Ohnmacht, weil es so kompliziert klingt, ist aber eigentlich logisch sehr, sehr gut. Das Ganze ist unitonal polymodal. Unitonal, gleicher Grundton, zweimal D, poly, verschieden, tonal, also verschiedene Leiter. Ja. Mhm. Verschiedene Leitern vom gleichen Grundton aus. Ganz viele Songs, ich habe das im Backstreet Boys Larger Than Life, haben wir das gleiche Beispiel. Also dieser Wechsel, dorisch und natürlich Moll, ist in der Popmusik sehr, sehr häufig zu finden. Gerade die dorische Kirchentonart verträgt sich da super damit, ne? Weil die hat auch eine schöne Wirkung im Pop, die ist sehr, sehr eingängig auch. Mal ist natürlich Moll vorherrschend, man leiht sich was aus dorisch, mal ist es umgekehrt, aber die beiden Skalen spielen sehr häufig zusammen und mischen sich. Das ist übrigens erst alles möglich, seit Miles Davis 58 und 59 mit dem modalen Jazz um die Ecke kam und man das erste Mal in dorisch überhaupt komponiert hat, was vorher keiner gemacht hat. Ja. Und mittlerweile mischt sich alles schön. Also das ist hier die Erklärung für den Bes Major 7 am Ende. Mhm. Und spannend ist, wie man diesen dritten Akkord, das noch zum Schluss, weil das ist wirklich interessant, denn hier, das ist alles nicht so einfach. Und dann bin ich auch bei Christina wieder und den Slash Chords, das ist D-Moll über C, das seht ihr auch in Cubase. Und den Akkord, den kann ich jetzt bezeichnen als D-Moll über B. Dann habe ich es exakt benannt, das Voicing, wie ich es hier spiele, aber für mich etwas richtiger ist noch zu sagen, dass es ein D-Moll 6 Akkord über B ist. Denn die Anzahl der Akkord, der Tonverdopplung durch Oktavierung oder auch nicht, ist im Akkordsymbol nicht gesagt. Das heißt, wenn ich im Gesamtklang einen D-Moll-6-Akkord habe, bei dem die Sechste im Bass liegt, darf ich ruhig auch schreiben D-Moll-6 über B. Mhm. Auch wenn oben links vom Slash nur ein D-Moll-Dreiklang steht und die Sechste nur im Bass liegt. Dann sieht man sofort, um was für einen Akkord es sich handelt. Da muss man, wenn man das Akkordsymbol D-Moll über B sieht, dann muss man ein bisschen nachdenken. Wenn man sieht D-Moll-6 über B, sieht man sofort, ah, alles klar. D-Moll-6 mit der Sechste im Bass. Wenn man den Akkord aber vom Grundton aus spielt, dann kann ich auch diese Töne so anordnen. Und das ist eine wunderschöne Geschichte, weil ein D-Moll-6-Akkord besitzt die gleichen Töne wie ein B-Moll-7, B-5. Mhm. Übrigens, für alle Klassiker, das ist sehr wahrscheinlich auch die Entstehungsgeschichte vom weltberühmten Tristan-Akkord bei Mozart, nämlich dass eine Moll-Subdominante mit der Sechsten, also ein sogenannter Moll-6-Akkord, wo die Sechste unten im Bass liegt, dann entsteht auf einmal dieser Klang.
Zu dem Akkord will ich nichts sagen, weil da gibt es alleine zu dem Akkord und seinen Bedeutungen Bücher und deswegen ist er als Weltmeister in die Musikgeschichte eingegangen. Für uns ist es einfach nur Moll 7, Bb, 5 und Ruhe ist. Ob ich diesen Akkord jetzt tatsächlich noch höre wie ein D-Moll-Akkord mit der Sechste im Bass oder tatsächlich von hier aus ein B-Moll 7, B5, muss man ein bisschen für sich selbst entscheiden. Das Spannende ist, man könnte das ja auch anders weiterführen. Und dann... dann wird dieser B-Moll 7, B5-Akkord auf einmal zu einem G7-Akkord, bei dem unten der Grundton fehlt. Schöne Idee. Kann man sich auch ein bisschen reinhören, wenn man möchte. Deswegen, es ist ein bisschen offen und das ist eigentlich auch das Geile an der Stelle, weil der Akkord sich so ein bisschen der, man kann ihn genau begründen, das Tonmaterial ist klar, das ist ein D-Moll 6-Akkord entweder oder man sagt, das ist ein D-Moll 7, B5-Akkord. Er kommt aus D-Dorisch, ist alles geklärt, aber trotzdem ist er so ein bisschen ungreifbar an der Stelle, weil er auch ein instabiler Akkord ist. Der Moll 7, B5er oder ein D-Moll 6-Akkord ist nicht ein Akkord, mit dem wir ein Lied als Toniker anfangen würden. Das ist nicht in unserem Planetensystem des tonalen Hörens das Zentralgestirn, sondern das ist außenrum so ein Kollege. Ja, mit ein bisschen Spannung. Ja. Mit ein bisschen Spannung. Also ich würde fast sagen, der eiert so ein bisschen in seiner Umlaufbahn drumherum und manchmal sieht man den nicht an den Stellen, wo man ihn gerne sehen möchte. Und das macht die Sache hier spannend. Und interessanterweise ab hier tritt so eine komische Form der Ruhe und der Auflösung ein. Also ist das auch so eine gewisse Spannung, die hier erzeugt wird durch den Klang. Hier kommt die Modal-Interchange-Funktion in Äolisch und jetzt sind wir wieder eigentlich in D-harmonischem Moll, genau genommen, weil es ein A7 ist, aber das lassen wir jetzt gerade mal beiseite, weil das würde dann nochmal zur Harmonik in Moll führen. Also wie man hier an dieser Stelle den B-Moll 7, B5 alias D-Moll 6 hört, ist an der Stelle ein bisschen Geschmackssache, ist jedem selbst überlassen. Es gibt immer mal wieder unterschiedliche Hörempfindungen in Musik. Und das ist schön, dass man dies zulässt und auch sozusagen seinem Gegenüber die Möglichkeit lässt zu sagen, hey, für dich ist es ein D-Moll 6, für mich ist es eher ein B-Moll 7, B5. Und dann ist eigentlich auch Ruhe. Und das eigentlich viel Interessantere ist, dass zwar auf der einen Seite, ich sage mal im weitesten Sinne 90%, 95% all dessen, was man hört, die meisten auch teilen. Also wenn ich in C-Dur und C-Dur-Akkord spiele als Toniker, dann teilen das 100%, da ist keine Frage. Und das kann man wirklich auch komplexe Felder ausdehnen. Aber es ist auch immer wieder so, dass es Stellen gibt, die man wirklich unterschiedlich auffassen kann und darf und auch sollte. Ich habe in meinem Buch auch Analysen hinten. Das sind 13 Songs, die ich analysiere, von Popsongs bis hin zu Jazzstandards. Und da gibt es auch immer wieder Stellen, wo sich die Musik, so will ich das immer beantworten, da will sich die Musik nicht festlegen lassen. Und das ist doch eigentlich das Spannende. Warum soll man hergehen und eine Stelle regulatorisch übers Knie brechen, nur damit man eine Formel hat, wenn die Musik das gar nicht will? Schön gesagt. Das stimmt. Ja. Das macht ja auch ganz häufig den Reiz aus, ne? Dass es auch in verschiedenen Ohren ein bisschen unterschiedlich interpretiert wird einfach. Dann soll die Musik so sein, wie sie ist und Friede sei auf Erden. Und genau, schönes Schlusswort. Das ist wahr. Meine Güte, wir haben wirklich, wirklich viel jetzt bearbeitet und besprochen. Und da waren jede Menge Anregungen drin, die man auch mal selbst ausprobieren kann und die einem beim Produzieren auch ganz aktiv helfen können und beim Komponieren. Herzlichen Dank, Matthias, für diese ausführlichen und kompetenten Antworten auf all diese spannenden Fragen. Für alle, die Interesse haben, ich habe euch unter diesem Video im Beschreibungstext den Link zu Amazon, um das Buch von Matthias zu kaufen, mit reingestellt. Trotz dass sein Buch fast 800 Seiten hat und so viel an Beispielen und Informationen drinsteckt, gibt es trotzdem noch einige Boni, die man zusätzlich bekommt mit dem Buch, oder? Also erstmal das Allerwichtigste war mir das Lernen und das Verstehen. Das ist an oberster Stelle. Deswegen gibt es bis in weite Teile des Buches gibt es Aufgaben am Ende der Kapitel und es gibt Lösungsteile, die man online runterladen kann. Also in großen Teilen ein Arbeitsbuch. Also ich habe auch MP3-Beispiele drin, ich weiß nicht, irgendwie 100 Stück oder so. Das heißt, für mich wichtige Akkordfolgen oder Beispiele halt kann man sich anhören. Es gibt auch ein paar ausgesuchte Stellen QR-Codes, also beispielsweise bei der ersten kommerziellen Blues-Aufnahme. Das davon zu lesen ist das eine, aber ihr könnt gleichzeitig mit eurem Handy den Code scannen und könnt es während des Lesens anhören und dann kriegt man einfach ein anderes Gefühl für die Sache. Ja, und dann gibt es natürlich noch 4 Bonuskapitel, weil ich hatte auch zwischenzeitlich mal fast 1000 Seiten zusammen und dann ging es ans Zusammenstreichen. Und es gibt 4 Bonuskapitel, also Gehörbildung ist, finde ich, sehr, 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 sehr wichtig.
Und es ist auch ein Kapitel, auf das ich sehr stolz bin, weil ich das auch erstmal richtig lernen musste und hatte zuerst Gehörbildungsunterricht bei einem dieser absoluten Gehörmonster. Der ist einfach in Kirchenmusik, Siebenerschein, Prüfung, Hingang, der war nie bei einer Vorlesung, alles absolut gehört, eins geschrieben, siebenstimmige Akkorde. Und also er hatte keinerlei methodischen Ansatz, wie man das hört. Und dann habe ich da immer gesessen, ich wollte auf die Musikhochschule und dann ging es los mit den Melodiediktaten. Und da hatte nichts, aber auch gar nichts, was er mir irgendeine Hilfestellung bieten konnte. Und ich bin immer nach Hause gefahren mit dem Satz, jetzt müsste es aber langsam mal ein bisschen schneller gehen. War vollkommen frustriert, weil ich gedacht habe, das wird nie was, die Aufnahmeprüfung schaffe ich nie im Leben. Ich werde an Gehörbildung scheitern. Und dann hatte ich auf der Hochschulvorbereitung einen der besten Lehrer, die ich überhaupt je hatte. Und das war der Werner Wilde. In Gehörbildung und siehe da, Klein Matthias hat auch Gehörbildung gelernt. Und wenn mir damals einer gesagt hätte, dass ich da mal Lehrpläne schreibe und dass ich selber Leute auf Aufnahmeprüfung vorbereite in Gehörbildung und dass das eigentlich ein Steckenpferd von mir geworden ist, ein Wohlfühlfach, den hätte ich für verrückt erklärt. Wir haben es ja auch eingangs dieses Videos schon gehabt, also dem Gehör kommt einfach die entscheidende Rolle zu, Gehörbildung. Und also das ist ein Bonuskapitel, auf was ich eigentlich sehr stolz bin und glücklich bin. Und Methodik ist noch dabei, wie man übt. Und dann ist noch dabei eine Bad Bank. Das war mit diesen komischen, sich überschneidenden Akkordbezeichnungen, wo man sich dann die Köpfe einschlagen kann, wer was meint oder man lässt Frieden walten. Und dann gibt es noch ein Workout-Kapitel zum verminderten Septakkord. Das ist aber extremst speziell. Da werden alle möglichen Akkordskalenzusammenhänge zum verminderten Septakkord nochmal durchgeoxt. Und das gibt es so meines Erachtens auch noch nicht zu lesen. Also zusammengefasst, es gibt, glaube ich, im AMA Verlag diesen einen Download-Link und da kommt dann alles zusammen. Also kommen die vier Bonuskapitel, die Klangbeispiele, die Lösungsteile der Aufgaben. Genau, und das sind so die Bonus-Features und wie gesagt die QR-Codes im Buch. Wahnsinn. Also ein wirklich, wirklich praktisches Buch, mit dem man jede Menge Möglichkeiten hat, die Dinge, die man liest und lernt, auch direkt anzuwenden und zu üben und auch das Gehör gleich mitzuschulen. Großartig. Also ich kann es auch wirklich empfehlen. Ich habe jede Menge schöne Sachen daraus schon für mich mitnehmen können und auch direkt anwenden können in aktuellen Produktionen. Freut mich sehr. Ja, herzlichen Dank, Matthias, für deine kompetenten und spannenden Antworten und auch vielen Dank an alle, die Fragen beigesteuert haben zum heutigen Video. Ich denke, da war für jedes Level was dabei und ich hoffe, ihr konntet euch einiges Spannendes mitnehmen. Wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Explorieren der Welt der Harmonien und wer in das Thema einsteigen möchte, findet hier einen schönen Einstieg in Cubase mit der Akkordspur. Bis zum nächsten Video, eine kreative Zeit und macht's gut!